Jo, willkommen zurück, Leute, zu Titanfall. Und ja, es geht natürlich weiter mit der Kampagne. Ja, und lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Ich weiß es nämlich selber nicht. Onkel ist natürlich auch wieder mit am Start. Auf Genau, er jeden. legt auch schon wieder los. Super. Jo. Ja, letztes Einige Mal Sachen sind. herausgefunden. Ja. Marke Eigenbau, ein bisschen gefuchtelt an der. Hab ich auf jeden Fall bei mir. Der Grund, weshalb die Schweine manchmal die. Ja, schon wieder so ein geiles Team, das ist so einfach noch zum Kotzen, aber egal. Ja. Man kann hier eine Karte einsetzen, dann wird der Titanbau und die Systemaufladung um 40 Sekunden verkürzt. Kein Wunder, Achtung dass die am am Anfang Deck. schon. Hier spricht Achso, Vice die Admiral Karten, die man Graves. verbrennen kann Die halt, ne? gesamte Man schaltet ja Minenflotte immer ist hier an genau einem so eine Karten Sammelpunkt frei. außerhalb Und wenn der du stirbst, kannst Angriffsreichweite du des diese Karte halt Jägerflottas. nutzen, beziehungsweise verbrennen lassen, und dann kriegst du halt Sie den ist Effekt hier der auf der Karte dann vierten für, bis du wieder Mondstation stirbst, glaube ich halt, Reservenflotte ne? zahlenmäßig aber deutlich Solange unterlegen. ist er dann aktiv. Ich Oh, denke, sorry. diese Basis ist Ihr nächstes Ziel. Sergeant Blisk. Die erste Flotte der Miliz ist nicht zum Spaß zum Knochenfeld geflogen. Sie haben einen Weg gesucht, die Hundepfeifentürme abzuschalten, die die Basis vor den Kreaturen schützen. Wir sollten also trotz ihrer erlittenen Verluste davon ausgehen, dass sie einen Weg gefunden haben. Und wenn dem so ist, haben sie alles, was sie brauchen. Sergeant Blisk wird am Boden unsere Schutztruppen zur Verteidigung der Türme koordinieren. Piloten, Sie attackieren die feindlichen Infanterieeinheiten innerhalb der Basis. Niemand darf raus. Graves out. Alles klar, dann werden wir mal versuchen, da niemanden entkommen zu lassen. Hoffen wir mal, dass es Die uns Teams gelingt. sind ja wieder Super, super herrlich. ausgeglichen. Besser kann man es nicht machen. Ja. Was ist das denn für ein Genial. dicker Titan? Titan. Also auf jeden Fall geil, das ist übelst die Action. Klar, haben wir jetzt in den letzten Folgen mal ein bisschen aufs Maul bekommen, aber da. Liegt ja jetzt nicht so direkt am Spiel. Also eigentlich schon, wegen diesem Zufallsding da, wie die Teams da zusammengewürfelt werden. Aber ich glaube, wenn das mal ein bisschen ausgeglichener wäre, da hätte man da auch ein bisschen mehr Spaß. Aber so ist es auf jeden Fall geil. Macht bis jetzt auf jeden Fall Spaß. Sehr actionreich. Und auf jeden Fall mal ein Achtung, Vice bisschen anderer Admiral Shooter halt, Graves und ne? alle Die Mitarbeiter. drei Türme. Der Angriff der Miliz wird in IMC. Kürze erfolgen. Mit einem feindlichen Titanfall. Es deutet viel darauf hin, dass sie die Repulsortürme im Zentrum der Einrichtung zerstören wollen. Die Miliz wird alles tun, um diese Türme zu zerstören. Wenn wir verlieren, schützt diese Anlage nichts mehr vor den Elementen. Also machen wir sie fertig. Stillgestanden, Graves out. Soldaten, was zappelt mir da vor ihm rum? Voll Idiot. Ehrlich, ne? Das sah so cool aus eben. Und dann machen sie so einen Scheiß, ey. Boah, wo sind wir denn jetzt? Scheiße, wohin? Hier ist ein Panzer, Onkel. Oder sowas. Nee. Boah! Boah, da kommt Titans. Ich glaube, das ist extra so eben. Ach, die hatten auch schon Titans. Boah, du blödes. Ey, hier ist einer schon hinten einmal durchgerannt, war. Ja, das ist immer das Blöde, man weiß halt einfach noch nicht genau, wo man überall hingehen kann und so. Aber das kriegen wir ja alles dann mit der Zeit hoffentlich mit. Ey, wie es nur noch weggeschmürt hat. So. Da hinten war einer. Ich hab dich gesehen, Freundchen. Was jetzt wieder Deathmatch ist das wieder Materialschlacht, okay. Ja, die haben jetzt schon die Riesenführung wieder. Und das Geile ist, ich sehe keinen mehr. Eine kleine Einheit versucht sich Zugang zum Nordturm zu verschaffen. Scans sind aufgrund der Interferenzen und der Stärke der Okay, ich habe Splittersuchwände den unzuverlässig. Prunkcore Gamer geholt. Verstanden, Spyglass. Ich setze ein separates Team auf die verdeckte Einheit an. Alle Piloten, Sie kümmern sich weiter um die Hauptscheinwaffe. Aber der ist zu weit weg. Da muss ich noch ein bisschen üben. Komme ich da rüber? Wahrscheinlich eher weniger. Ich sehe Nein! Ey, wie schnell das auf einmal war. Die sind auf dem Hangar, wo wir eben drin waren und gestorben sind. Da sind sie jetzt drauf, alle. Ah. Die alle für Waffen haben, ey. Ja, das ist ein bisschen overpowered hier auf jeden Fall. Aber egal.
ohne Scheiß, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit gegen so eine krasse Leute spielen und die fertig machen, beziehungsweise halt durch die gekillt werden, werden wir eigentlich nur besser. Also, nein, scheiße. Wurde ich schwer gekillt. Kann es eigentlich nur noch besser werden. Also bei den Noobs kommen, werden die halt von uns weggeklatscht. Ja, kein Bock hier die ganze Zeit zu sterben. Nee, ach, wer will sterben auf jeden, das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Schon wieder, die sind überall, die kennen doch die Maps in- und auswendig schon. Vor allem, man kann auch wirklich überall drauf, das ist so krass. Oh, dann bleibt er wieder an dieser Kante hängen. Mensch, spring doch einfach da hoch. Guck mal, die campen hier oben rum. Die Lumpen. Haben die da ja, auch noch zum Scheiß? Meine Männer folgen hier. Chillen, ich bin gleich tot. Kurz mal aufladen. Ja, wie? Hier wieder irgendwo hängen, ey. Die haben mein Gerät, das den Turm irgendwie destabilisiert. Ich dachte, der war schon down. Hier vom Titan so umzingelt, ey, das ist so klar wieder mal, ne? Wenn du. Als Soldat unterwegs bist, versuch nicht unten rumzurennen. Versuch immer auf den Dächern rumzurennen. Irgendwie hohe Position, wo die Titans nicht hinkommen, weil so, du hast sonst keine Chance gegen die. Ich renne auch nur noch oben lang, so gut es geht. Ey, wie schnell lädt sein Schild bitte auf? Ey, will der mich natzen? Das ist voll die Verarschung hier. Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Haha, chill mal, Mann. Ja, überall! Ich schieß auf einen, kommt wieder der nächste! Kloppen die uns denn ewig in solche Lobbys rein, wo nur so Verrückte schon drin sind? Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Da kann ich nichts gegen sagen, das ist Müll. Aber, boah, ey. Wie gesagt, chill erstmal, wir spielen das ja eigentlich, also, ne? Es ist ja noch nicht lange draußen. Ja, lang genug für die scheinbar schon. Ja, das sind ja auch Obersuchtnacken, du. Wir haben ja auch noch andere Projekte und so mittlerweile, also ich kann auch nicht mehr ein Spiel durchgehend suchten. Das geht leider alles nicht mehr so. Gar nichts. So, ich laufe jetzt hier, suche ein und werde von hinten gleich wieder abgeknallt. Ich habe ihn nicht bekommen. Oh, was hat mich denn da weggeholt? Reines Online-Spiel, ne? Ist schon merkwürdig. Wo ist mein Titan jetzt? In die Butnik. Was ist das denn? Ach so, so eine Drohne. Oh. Ja, rennt schon wieder einer um. Wir werden hier draußen aufgerieben. Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, das Blatt zu wenden. Oh, knapp. So. Da. Ich will einen vor mir abknallen, kommt von hinten irgend so ein Sackgesicht, ey. Ach, besiegt. Wir sind volle verkackt, haben wir. Der Jäger arbeitet mit einem unbekannten Autopilot-Protokoll. Dann entschlüsseln Sie es, Spyglass. Die Jäger attackieren den Haupt. Ey. Auf jeden Fall wechseln wir gleich die Lobby. Ja, du siehst mich sofort. Klar. Wahrscheinlich im Kino am Spielen, der kleine Picker. Weiß nicht, ach komm, schon wieder vorbei. Schon verkackt, ey, wurden schon abgezockt wieder. Aber volles Fund. Ey, die nur noch am Ablosen, wann haben wir das letzte Mal gewonnen, ey? Kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Jo, das war irgendwo am Anfang, mal in den ersten Folgen. Wieder ein Millennium vorbei hier. Alle Piloten zum Evakuierungspunkt. Naja, ich bin auch da und ich habe keinen Bock mehr zum Evakuierungspunkt zu rennen, das hat sowieso nichts gebracht. Bla 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 bla. Vollkommen verkackt. Guck, was haben die denn für eine Verbindung mit was für Leuten spielen wir? Die haben doch im Westen. Ja, das kommt auch noch dazu, dieser Hardcore-Ping, den die da haben. Alter, sie sollen sich verpissen, das ist bestimmt so eine Drecks-Amis, die extra auf die Euro-Server gehen, Alter, damit sie hier mit ihrer Scheißleitung uns alle fertig machen können. Weil wir treffen nichts, ne, aber die treffen natürlich alles.
Bei denen bleibe ich aber nicht drin. Nee, nee, kannst du auf jeden Fall wechseln, habe ich ja vorhin schon gemeint. Einen lausigen Strich haben die gehabt. Ja, ein, genau. Und jetzt ist Ping von wieder 300. Feierabend hier, oder? Ich wollte schon sagen, ey. Nee, nee. Du hast Post. Ein Umschlag wurde unter deiner Tür sind wir sogar fast durchgeschoben. Kein Absender, kein Poststempel. Deine Leistung auf dem Feld wurde registriert. Dieser Umschlag enthält Karten. Keine Spielkarten, sondern Gefälligkeiten. Verbrenne sie, um sie einzulösen. Die Gefälligkeiten folgen dann. Ein Freund. Fortsetzen. Nö, ja, habe ich jetzt erst. Ich kannte ja schon aus der Beta, aber so habe ich das gar nicht benutzt. Bauzeit wird 40 Sekunden verkürzt. Höhere Übungsgeschwindigkeit. Ersetze Titan-Abwehrwaffe durch eine leistungsfähige Mech-Werfer mit hoher Kapazität. Okay. Ersetze Primärwaffe durch tödlichen Karabiner. Auch nochmal. Achso, die geht dreimal. Klatsche ich mir die mal rein. Bin ich. Warte, einen Moment. Nein. Ich nehme mal Bewegungsgeschwindigkeit einfach rein. Oder nee, ich. Ah, scheiße. Egal. Ja, kannst loslegen. Wird verbunden. Oh Gott. Wir sind wieder bei den Affen drin. Geh zurück. Das Spiel, ne? Also, das müssen wir wieder für mich entwickelt. Das ist scheiße, ne? Wenn man mit so Leuten. Aber es kann ja auch sein, dass wir einfach alle Lobbys voll sind und wir Pech haben und mit denen spielen müssen. Warte jetzt einfach ein paar Sekunden. Weil dann schmeißen wir uns wahrscheinlich ins laufende Spiel rein. Nee, dann warte einfach mal 30 Sekunden und wir erzählen einfach mal nebenbei irgendwas. Ich gucke mir nochmal die Burn-Cards an oder mal so eine. Ich wollte ja nämlich hier das eigentlich nehmen. Genau, zack. Die packe ich weg. Und dann können wir mal die Pilot Loadouts mal abchecken. Sorry, ich muss nochmal schnell was trinken. Ach stimmt, ich wollte doch den hier mal probieren. Habe ich schon in der letzten oder vorletzten Folge mal gemeint. Mit der MP. Was hat der da so drin? Nee, ich möchte keine Tarnvorrichtung. Oder doch. Alles klar. Lassen wir mal so. Ja, schon ärgerlich, dass der ein bisschen mit den Teams so gemacht wurde, ne? Wann aber kann man denn hier die Titans verändern? Keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall schon. Das Spiel sagt einem auch gar nichts, ne? Das ist Wahnsinn hier. Das steht einfach nur, oh, wird verbunden. Aber ich kann einfach nur einen vierten und fünften Titan ab 20 und 35. Ich will das Spiel mir voll die Fresse polieren heute. Geh zurück, das kann doch nicht wahr sein. Egal, ey, geh mal zurück. Und ändere mal auf Nordeuropa. Wenn du das da kannst. Ich glaube nicht, oder? Geht das hier nicht? Nee. Wenn nicht, kannst du ja nochmal schnell zurückgehen. Das dauert ja nicht so lange. Dann lädst du mich aber nochmal ein. Sag dann aber Bescheid, wenn du die Einladung losschickst, weil ich hab die Benachrichtigung aus. Wir waren schon auf Europa Nord. Geh ich mal auf West. Ja, geh mal auf West. Ab in den Westen. Denn dort sind die Besten, oder? Wer weiß. Die ganzen Nordis. So. Und Einladung schon raus? Ja, jetzt. Okay. Starten. Wird verbunden. Na, jawohl, okay. Alles klar, dann direkt weiter. Und die Zuschauer ja nicht warten lassen. War es ja nicht gerade spannend hier im Menü. Wen? Wenn ich jetzt wieder da reinkomme, warum auch immer, feier ich. Dann machen wir erstmal ein Päusle. Und warten einfach ein bisschen länger ab. Okay, wird verbunden. Yay, okay.
So, jetzt gibt uns einfach Leute, die plus minus 5 Level zu uns sind halt so, ne? Okay. Naja. Na. So welche wie früher bei Call of Duty, mal die ganz Verrückten, die unbedingt vor allen anderen so richtig hohe Ränge haben wollten, ne? Hier Prestige und so. Weiß ich, kann man sich davon was kaufen oder so? Nö, also eigentlich bringt's ich muss nichts, die ganze Nacht zocken, ich muss höheren Rang haben als die anderen. Ne? Oh Gott, ja, so eine Suchtis. Ihr Arbeitgeber möchte Ihnen etwas sagen. Gott, Mr. Ja. Hammond. Können Sie mich hören, Graves? Ja, Sir. Sprechen Sie. Werte Mitarbeiter der IMC, ich wurde über den kürzlichen Verlust unserer für die Sicherheit von Demeter verantwortlichen Flugabwehr informiert. Ich versichere Ihnen, dass ich bereits Verstärkung aus den Kernsystemen auf den langen Sprung in das Grenzland vorbereite. Halten Sie heute den Hafen von Demeter. Und vereiteln Sie den verzweifelten Versuch, unserer Zivilisation zu schaden. Und Sie werden schon morgen die Früchte Ihres Tuns ernten. Vice Admiral Graves, die Welt liegt in Ihren Händen. Ja, Sir. Alle Piloten, bereit machen. Bereit. Schwör. Schwör, auf jeden, bereit. Aber wer weiß, was uns da wieder erwartet. Ich hoffe, das sind Noobs, die einfach nur so vom Level ein bisschen höher sind. Aber wir haben ja auch so ein 35er. Also wenn der nicht als, wenn der jetzt nicht abhebt, dann fresche ich alles. Bis auf mein Bart. Friss mein Bart. Oh. Bäh. Bäh. Aber heißt nicht eigentlich, ich fress mein Pet? Schlacht von Demeter. Hardpoint, Herrschaft. Oh mein Gott, wir müssen wieder. Wir haben schon verloren. Wieder verlieren, yeah! Wenn Herrschaft, ey, dann sowieso. Ich glaube, ich habe in der Beta. Ich glaube nicht. Ich glaube ein einziges Mal Herrschaft gewonnen. Sonst immer verloren. Das kann man wirklich nur mit. Entweder mit überpowerten Leuten spielen oder nur mit. Demeter mit einem Team. Schlacht von Demeter. IMC. Mit dem Angriff auf unser größtes Tankdepot aussperren kann. Oha. Korrigieren Sie diesen Irrtum. Graves out. Piloten, verteidigen Sie die Hardpoints. Wenn die Miliz den Reaktorkern überlädt, ist es aus. Also los. Okay. Ich dachte schon, jetzt müssen wir hier auf so eine Schlacht schauen. Bist du neben mir? Ein cooler Einheit. Separation bestätigt. Was? Wie bestätigt? Boah, krass. Da, los, was brennt denn da so crazy? Ist ja die Sonne, Alter? Ich glaube, das ist ein Planet, der gerade übelst bombardiert wurde da im Hintergrund. Ich glaube, den gibt's nicht mehr lange. Herausforderung abgeschlossen. Hä? Was denn? Weil ich jetzt gelohnt bin? Hui, 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 hui. Ey, geil, wir waren zusammen in so einem Ding. Okay, ich gehe. Okay, schon mal zu A, ne? Piloten, ab sofort übernehme ich für Sergeant Bliss. Das ist eine Hardpoint-Schlacht. Halten Sie die Hardpoints, damit wir den Reaktor abschalten können, bevor es zur Kernschmelze kommt. Wenn das passiert, nein, ich habe eine Granate. Durch die Kettenreaktion zerstört. Und die IMC kann auf Jahre keine Truppen in das Grenzland verlegen. Da oben sind sie schon. Ich hab gerade für eine Karte aktiviert. Nein, fuck. Nein! Nein! Ja, ja, natürlich ist wieder einer hinter mir vor allem. Wollte ich doch gar nicht drauf achten. Bin ich sowieso gekillt. Die schnappen sich B. Oh nein, da kommen wir so nicht rein. Nein! Aha, ich hab ihn ausgeschaltet. Haha. Scheiße. Ja, ist geil. Ich brauch meinen Titan auf jeden Fall gleich. Oh, hättest du nicht eher abknallen können da. Ich hab B fast. Aber Zugriff auf den Hardpoint.
Wir haben B, sauber. Wie ein Besowski laufe ich im Kreis. Ach, da kommt doch schon der Titan. Wo kann ich denn meinen jetzt platzieren? Okay, hier. Was für Gestörte, ey, wie die auf dem Wild versuchen hier so durch so eine enge Tür sich zu quetschen. Das sind so richtig wilde Verrückte. Die kommen halt von anderen Planeten, ne? Andere Planeten, andere Sitten. Aber sie könnten sie manuell überladen. Okay, wir sind bei C. Dude, ey. Boah, der hat eine Packung bekommen. Damn. Nein, Doppel-Titan. Den muss ich wegbekommen, bevor ich sterbe. Na klar, und ich kann ihn wieder nicht hauen. Das ist so lächerlich. So, weg mit dir. Bevor ich sterbe, muss ich hier. Nein. Okay, ich mache einen Cowboy-Style. Scheiße, er ist ausgestiegen. Das war auf jeden Fall schlau. Peile gar nichts mehr. Überall Titans bei A. Reaktorkernabschaltung bei 25%. A gehört uns aber noch. Wenn die nicht zu zweit werden, würde ich einen springen. Jetzt sind sie allein. Einer ist weggerannt. B wird eingenommen. Oder, ja doch, auf jeden Fall. Thomas! Drinne bei B! Nein! Wo kam das denn jetzt schon wieder her? Achso, das war ein Titan. Achso, die Killcam muss man drücken, um die zu gucken. Also, es geht nicht einfach so. Ich bin die ganze Zeit auf der Flucht. Ich weiß immer, wo ich lang gehen, ja, als wenn der. So, ich bin auf dem Flucht. Oh nein! Nein, er ist mir gefolgt. Wie er hier rumglitscht. Wie schnell er auf einmal nach vorne gelegt hat. Was ist das denn für ein Bullshit? Kauft euch eine vernünftige Leitung, ihr Lutscher. So, okay, ab in die Titan. Alter, mein Schild, das ist immer so schnell down. Ab ihn. Achso, ey, war krass sauber. Voll in die Fresse, jetzt krieg ich schon wieder hier von so einem Kacknob, Alter. Ey, der, weißt du, was die für Waffen haben, mein Titan sofort komplett im Arsch beinahe. Und das nur von so einem kleinen Pupsel, ey. Ja, ja, auf jeden. Druck gesenkt. Ja, wo ist der denn? Ich hab doch seinen Schatten eben gesehen. Oh, oh. Oh, ich muss weg. Das ist echt sein, aber A drin, ey. Ich werde gefloppt. Oh nein! Drei Hardpoints verloren. Sie müssen sie zurückerobern, bevor die Miliz den Reaktorkern sprengen kann. Scheiße, da kommt einer ran. Ich sehe ihn nicht, der war eben unsichtbar. Boah, ist der dumm hier. Alter, das ist einer von uns. Wo sind die? Sind die oben drauf? Ey, wo? Wo? Was feiert man Titan? Ist der schon kaputt oder was? Ja, natürlich. Die haben Waffen, okay, die haben wieder normal. Warum haben die jetzt, guck mal, wir waren jetzt kurze Zeit lang mal in Führung, ey, das geht ja nicht mehr, Herrschaft. Bei denen irgendwie alles immer viel schneller. Kannst du vergessen, die Scheiße mit Herrschaft, wenn wir nur zu zweit spielen, was willst du denn da machen, ey, fuck you. Meine ey, das ist doch einfach nur lächerlich, sowas. Es lohnt sich das doch gar nicht, hier rumzurennen, du bist sowieso tot wegen jedem Scheiß, ja, egal. Voll abgefuckt, Mann. Richtig abgefuckt wirst du hier.
Die haben voll krasse Waffen auf Entfernung und alles ausgelegt. Da, den da oben, den könnte ich gar nicht treffen. Oh, hat der ein Glück. Ja, komm. Alter, von wo? Da, ach. Ich schaff's doch gar nicht zu B zu kommen, geschweige denn zu C. Hä? Ja, sicher! Mister, ich bin der Beste! Ja, Spawn tot! Derselbe Spacko, ey! Hey, wie? Nochmal! Dreimal! Vielleicht noch ein viertes Mal! Vor allem, das ist auf jeden Fall lächerlich, sowas, ne? Ihr Ersatzteil ist startklar, ja. Ich hoffe, der bringt mir auch was. Die ganzen Lumpen, die hier rumlaufen. Jetzt haben die ja schon wieder A. Wie soll man denn das machen, ja, wenn man überall sich nicht absprechen kann? Ja, so müssen wir ja das ja auch machen. Überall sein, aber das geht ja nicht. Voller, jetzt jag ich dich, du Ficker. Nimm A wieder ein. Mach dich kaputt, nein, du glaubst nicht. Wie er wegrennt, wie er wegrennt. Bam, du Pisser. Komm her! Stirb, da hast du. Nein, ey, jetzt war ich zu geizig. Ich wollte dir da helfen und dann hat mich einer von da oben wieder weggeholt. Das ist... Und jetzt komme ich wieder zu Zehren. Ey, wer? Du Fickfratze! Ja. Stirb! Ich schände deine Leiche, Alter! Ich schände deine Leiche! T-Bang! Nein, Granate. Was? Renn doch nicht weg, du Sackgesicht! Renn doch nicht weg! Komm her! Wieder vor mir wegrennt, ne? Oh, was soll man hier bloß machen, ey? Die sind in der Übermacht. Da kannst du einfach nichts machen. Ach, das hat keinen Sinn, ey. Die spielen alle, als wenn sie jetzt schon vor 2 Jahren gespielt haben. So, ich nehme wieder C ein. Also ich bin wirklich die ganze Zeit der Dulli, der von A nach C, von A nach C und dann... Ach, die haben jetzt alles eingenommen schon wieder. Geile Sache, ey. Was macht der Bot da überhaupt? Sprüh die Wand hier an. Alter. Was für ein Terror. Ey, ich schieß ihn auf die Fresse. Er ballert mich eben schnell weg, ey. Ich hasse es mittlerweile. Negativ. Befehl wird hiermit widerrufen. Evakuierungsschiffe storniert. Ja. Okay, es ist vorbei, wir müssen noch kommen. Was zur Hölle soll das werden? Ja, was zur Hölle, ihr Ficker? Ja, gibt uns nochmal ein vernünftiges Team für uns und mal ein vernünftiges gegnerisches Team und nicht so eine overpowerte Scheiße. Wo ist denn der Punkt überhaupt? Jetzt haben Sie dieselbe Wahl. Sie werden Ihnen folgen, Marcus. Probieren Sie es. Sie können einem Ex-IMC vergeben. So wie mir. Ich zeig den Leuten lieber mal ein bisschen die Umgebung hier, anstatt mich da jetzt wieder doof in Leben zu prügeln. Och, du Heilige, was? Oh, what? Ich hab grad meinen Titan. Ey, schade. Was war denn das jetzt? Wurde heute der IMC-Hafen Demeter von Rebellen der Miliz attackiert. Die Berichte sind unklar, aber es gibt Hinweise, dass die dortigen Tankanlagen während der Gefechte schwer beschädigt wurden. Unter den zahlreichen Opfern. Sie haben uns von den Kernsystemen abgeschnitten. Wir sitzen auf der falschen Seite fest, Sir. Ja, das stimmt. Der Verbleib mehrerer hochrangiger, an dem Konflikt beteiligter Offiziere, einschließlich Vice Admiral Marcus Graves, ist derzeit unbekannt. Bäh. Das war's jetzt, oder was? Hä? Das war's jetzt, oder was?
Oh, ne. Alles klar. Gut. Erstmal raus hier wieder. Jo, alles klar. Das war ja schon das zweite, oder? Wir sind schon bei einer halben Stunde. Oh Gott, wieder Überlänge. Aber das ist halt Herrschaft, ne? Das ist halt, dauert immer ewig. Nee, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass wir hier ab und zu mal ein bisschen lauter wurden, aber ihr habt das ja wahrscheinlich selber mitbekommen. Geht halt nicht anders, ne? Manchmal läuft es halt einfach nur total beschissen. Aber auf jeden Fall trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall, wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Okay, tschüssi. Auf jeden Fall. Ah, ja, bis zur nächsten Niederlage. Ciao. Ciao.